bin Gemeindereferentin geworden, weil mir der Glaube schon immer sehr wichtig war und ich als Gruppenleiter und Ministrant schon immer aktiv war in meiner Heimatpfarrei und ich einfach diesen Glauben an die Menschen, an die Kinder, die Jugendlichen weitergeben möchte, weil mir das sehr viel Freude macht. Ja, Name! Geht's hier! Ich begleite eine Mädchengruppe, mit denen gehe ich zum Beispiel raus in den Garten, mache erlebnispädagogische Spiele und freue mich an der Gemeinschaft, die sie mittlerweile geworden sind. Bei einem Spiel wurden den Mädchen, den Jugendlichen, die Augen verbunden, um so auch das Vertrauen untereinander zu stärken und das Vertrauen zu Gott zu merken, dass man Vertrauen haben kann untereinander und zu Gott hin. Ich spreche auch mit ihnen über den Glauben oder gehe in den Meditationsraum, um ihnen zu zeigen, wie man den Glauben stärken kann und die Beziehung zu Gott. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich versuche den Glauben weiterzugeben, indem ich das selber vorlebe, indem ich selber was ausstrahle. Aber auch durch verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel, dass wir in der Bibel schauen, wie das mit dem Leben zusammenhängt, wie das eine Hilfe sein kann für das Leben und auch in der Gemeinschaft diesen Glauben zu stärken, zu merken, dass der Glaube Spaß macht. Was haben die erzählt? Von Gottes großen Taten. Mhm. Genau, was praktisch mit Jesus passiert ist. Dass er Da ich für mich den Glauben als große Kraftquelle und großen Halt erleben darf, ist es für mich wichtig, den Jugendlichen das zu zeigen und auch diesen Glauben zu vermitteln.